Wenn du großer Fan von Slamming Beatdown bist, mit leichten Peeling Flash Vibes, dann ist definitiv die neue Single von Sanity Slip etwas für dich. Die Jungs und Mädels haben so einen extremst krassen Song veröffentlicht und ich bin mega gespannt, ob ihr es genauso gut findet wie ich. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei der Reaction und bis dann. Sanity Slip by Any Means Necessary. Oh yes. There will be blood. Hatten wir nicht vor ungefähr einer halben Stunde das gleiche Sample? Wir hatten das Sample doch vor einer halben Stunde oder so, oder? Oh yes. There will be blood. That's what motherfuckers! Die sind zu fünft und vier machen Vocals. Aber auch sehr interessant, weil... Das will ich jetzt alles nochmal sehen. Also, man hat erstmal den etwas kräftigeren Sänger, der diese richtig High-Hardcore-Vocals macht. Dann gibt es diese Low-Hardcore-Vocals von der Frau... Dann gibt es diese Gutturals vom Bassisten, glaube ich, war das. Und der Gitarrist kommt dann mit Pick Squeals. Boah, ist das geil. Ich will das nochmal von Anfang anhören. Alleine aufgrund des Samples. Oh yes. There will be blood. That's what motherfuckers! Und diese Snare. Ne, Moment, also wie viele sind das jetzt? Das sind zwei Gitarristen, die Vocals machen, dann der Bassist, dann die zwei Vocalists und noch Drummer. Also die sind jetzt zu sechst. Aber der hat doch eben gesagt, 6 Feet Ditch. Das heißt, ist das jetzt noch mit einem Feature-Part oder was? Gehört da nicht zu der Band oder wie? Ich finde ihre Vocals geil. Ich habe mich in ihre Vocals verliebt. Ich finde die mega fett. Also richtig, richtig geile Vocals und es groovt richtig geil und dieser Snare-Sound, ne? Dieser Snare-Sound, richtig, richtig geil. Erinnert mich so ein bisschen an die von Peeling Flash. Hat auch so ein bisschen so diese Ping-Snare. Sehr, sehr geil. Ja, jetzt. Oh, ist schon vorbei. Oh, sehr schade. Sehr schade. Aber ich finde,
er, man hört raus, dass er von der alten Schule ist. Weil irgendwie, der hatte so wirklich eher so diesen Oldschool-Hardcore-Vibe in seiner Stimme. Und die anderen halt so ein bisschen mehr in diese modernere Schiene und halt natürlich auch so ein bisschen in diese Slam-Richtung, ne? Aber was war das für ein Shepper-Song? Und dann dieser Bass-Drop, ne? Der Bass-Drop hat richtig reingehauen. Aber ich fand das mega geil. Halt einfach auch wirklich, dass die jetzt dann 4 verschiedene Vocalists hatten. Und jeder was anderes gemacht hat, ne? Da hast du halt diese High-Hardcore-Vocals, da diese Low-Hardcore-Vocals, da hast du auf einmal Gutturals und da hast du Pig-Squeals, ne? Mega, mega fett. Also das war halt einfach nur so ein Shepper-Massaker. Also richtig geil. Richtig, richtig gut, dass wir die noch ausgecheckt haben.